Moin, ihr Sonnenscheine. Prozess wegen Palästina-Parole vertagt. Der Prozess gegen eine Teilnehmerin einer pro-palästinensischen Demonstration in Berlin ist vertagt worden. Das Amtsgericht Tiergarten hat die für Donnerstag geplante Verhandlung abgesagt. Die Verteidigung habe mehrere Anträge gestellt, die noch geprüft werden müssen, hieß es. Die 26-jährige Beschuldigte soll bei einer Demonstration im März den Slogan »From the river to the sea, Palestine will be free« gerufen haben. Das Gericht hatte im Strafverfahren wegen des Verwendens verfassungswidriger Kennzeichen eine Geldstrafe von 1.600 Euro verhängt. Dagegen hat die Frau Einspruch eingelegt. Deshalb wurde eine mündliche Verhandlung angesetzt. Alexa, Wetter. In Berlin beträgt die Temperatur aktuell 19 Grad Celsius bei überwiegend sonnigem Himmel. Der heutige Wetterbericht sagt eine wechselnde Bewölkung voraus, mit einer Höchsttemperatur von 30 Grad und einer Tiefsttemperatur von 17 Grad. Alexa, Wetter für morgen. Morgen ist es in Berlin sehr sonnig mit einer voraussichtlichen Höchsttemperatur von 31 Grad Celsius und einer Tiefsttemperatur von 20 Grad. Und Alexa, Spruch des Tages. Hier ist der Spruch des Tages für den 23. August von David Beckham. Unmöglich ist lediglich ein großes Wort, das von kleinen Menschen verwendet wird, denn es ist leichter, in einer bereits existierenden Welt zu leben, als seine Kraft einzusetzen, um sie zu verändern. Unmöglich ist keine Tatsache. Es ist eine Meinung. Unmöglich ist keine Erklärung. Es ist eine Herausforderung. Unmöglich ist Potenzial. Unmöglich ist vorübergehend. Nichts ist unmöglich. Tja, und ich wünsche euch ein geiles Wochenende. Kommt gesund durch den Irrsinn. Passt auf euch auf. Salü hier aus Berlin.